Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal ein Fahrzeug testen, von dem ich eigentlich im ersten Moment nicht so begeistert war. Und zwar den BMW M2 Competition. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin eigentlich kein Fan von BMW, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich habe mir jetzt aber gedacht, ich probiere es einmal aus, weil ich habe jetzt gerade die Stufe 16 erreicht gehabt und hatte auch die nötigen, das nötige Kleingeld zusammengespart gehabt, um dieses Fahrzeug zu kaufen. Jo, und jetzt habe ich einfach mal einen M2 Competition genommen und habe ihn mal in Schwarz lackiert. Natürlich mit meinem Schriftzug an der Seite drauf, das darf nicht fehlen. Sonst habe ich an dem Fahrzeug nichts verändert. Und jetzt werden wir mal schauen, ja, was das Fahrzeug so kann. Ich habe ihn schon mal ein bisschen getestet und lasst euch überraschen. Also, und los geht's. Also, wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal eine Herausforderung an. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen schon gefahren. Der hat schon die ein oder andere Schramme abbekommen. Ich finde übrigens diese Sequenz an diesem Spiel zu lang. Könnte ruhig etwas kürzer sein. Aber gut, los geht's. Erst mal ein bisschen hochdrehen lassen hier den Motor. Jawohl. Also gut, los geht's. Also rechte Spur. Nitro, zack, vorbei. Ich muss sagen, er läuft schon gut. Er hat einen guten Abzug. Ich fahre bisher immer mit einem A-Klasse AMG. Wie heißt er denn? AMG 45 oder sowas. Übrigens, ich muss mich noch entschuldigen. Ich habe im letzten Video gesagt, dass ich Need for Speed Shift spielen würde. Das ist natürlich falsch. Ich spiele selbstverständlich Need for Speed Heat für die PlayStation 4. Also ich hoffe, das ist euch nicht negativ aufgestoßen. So. Also, ihr seht, Leistung ist da. Kurvenverhalten ist super. Aber wir fahren ja auch ehrlich gesagt momentan nur im Kreis, also ein ziemlich simples Rennen, aber ich möchte gerne mal die Höchstgeschwindigkeit austesten. Also die Höchstgeschwindigkeit, die er hat, ungetuned. Also ihr habt gesehen, wir fahren vorher schon bei über 230. So hier zwar. Ja, jetzt hat es geknallt, super. Das hat mich jetzt natürlich zurückgeworfen. Ja, ja. Zack, ab durch die Mitte. Ja, da. Da guckt ihr blöd, hä? Da kommt er vorbeigefahren, der Lorena Wheels. So, Platz 1, natürlich, klar. Das hätte auch nichts anderes erwartet. Nein, aber ich muss echt sagen, ich bin schwer überrascht. Also ich bin ja von meinem Versteck bis zum Palm City Raceway, ja, irgendwie sowas, gefahren und Kurvenverhalten war super. Für das, dass der immer noch Serienfahrwerk und alles drin hat, mega. So, jetzt die letzten 2-3%. Mal Gas geben und über die Ziellinie. So, jetzt noch kurz die Endsequenz von diesem Event. Und dann fahren wir einmal kurz durch die City durch. Einfach mal, um zu schauen, wie ich auch so das Verhalten in den Kurven drin. Also bisher kann ich euch das Fahrzeug nur empfehlen. So. So, mal schauen, was wir hier rauskommen. Mist. Ich bin schon wieder lost. Also Orientierung liegt mir überhaupt nicht.
Ja, da hatte ich jetzt zu wenig Schwung drauf, oder? Ja. Ja, wir finden hier schon einen Weg raus. Wo man reinkommt, kommt man wieder raus. Also. Ja, hier geht's doch irgendwo runter, oder? Mal einen schönen Jump machen. Hier geht's runter. Ist auch manchmal wie für Hexen im Game, gell? Manchmal hast du Pfosten, fährst du dagegen und sie fallen einfach weg. Und manchmal hast du welche, die bleiben einfach stehen. Da gibt es zum Beispiel einen Rundkurs, da ist ein Pfosten mittendrin, wo du dir denkst, hey, so ein dünner Pfosten, den haust du weg. Und auf einmal, ja, bleibst du dran hängen. So. Wir müssen jetzt aber eigentlich in die City rein. Wir wollen ja testen, wie er sich auch beim Abbiegen verhält. Also wie gesagt, ich war vorher schon in der City unten und geht echt mega gut. Innerorts, sage ich schon. Also so City-Straßen, wo ich mal so richtig schön um die Kurven rum abbiegen kann. Muss doch hier irgendwo. Da jetzt kommen wir doch gleich rein. So. Also mit ein bisschen mehr Übung wäre das, glaube ich, das Auto für mich. Ich komme hier gut um die ganzen Bäume drumherum. Ich habe einen guten Speed drauf. Die Lenkung ist mega direkt. Also, wenn wir den tunen, und das werden wir gemeinsam machen in einem der nächsten Videos, dann können wir da, also, Wahnsinnsauto draus machen. Aber gut. Das werden wir uns in den nächsten Videos mal anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, war jetzt dieses Mal nur ein kurzes Video. Einfach mal, das ist auch relativ spontan entstanden. Wir haben jetzt gerade 21.54 Uhr. Also das ist mir gerade erst vor 10 Minuten eingefallen, das Video zu machen. Weil ich habe das Auto gekauft und hab mir gedacht, boah Leute, das müsst ihr ja sehen, also ja, aber egal, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, folgt mir auf Instagram, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.